Betriebssportgemeinschaft unserer Unternehmensgruppe. Wir sind das größte Betriebssportunternehmen in der Region, ich glaube an 12. Stelle in Nordrhein-Westfalen. Da bin ich stolz drauf, dass meine Mitarbeiter von sich aus irgendwann angefangen sind, gemeinsam Sport zu treiben, außerhalb der Arbeitszeit. Und das hat sich immer weiter gesteigert. Dann haben wir es als Familie unterstützt. Und dabei sind sehr viele Pokale, sehr viele Siege in den verschiedensten Disziplinen dabei rausgekommen, besonders im Fußball, Drachenbootfahren, aber auch in allen anderen Sportarten mehr oder weniger auch. Damals wie heute gilt, Spaß, Action und Teamgeist sind der Motor einer erfolgreichen Mannschaft. Die persönlichen Vorlieben der Gruppenleiter haben die Vielfalt von mittlerweile 23 Sparten möglich gemacht. Das hohe Engagement der aktiven Mitglieder macht die Betriebssportgruppe einmalig in seiner Art. Wenn 20 Männer und Frauen das Paddel gleichzeitig ins Wasser stechen, entlädt sich die geballte Kraft. Die Schlagzahl erhöhen und Tempo machen. So kommt das Drachenboot in volle Fahrt. Der Schlag der Trommel gibt erbarmungslos das Tempo vor. Jetzt heißt es kämpfen, durchhalten und ins Ziel. Kraftlos und mit leichten Schlägen geht es dann zum Anleger. Seit 1996 gibt es von Mai bis September gut 12-mal die Möglichkeit, nicht auf Schnee, sondern auch auf Wasser zu gleiten. Bei diesem Funsport saust man mit gut 30 km/h über den See. Abschluss der Saison bildet ein Grillfest, zu dem alle Beteiligten eingeladen sind. Tanzen ist weltweit das wohl am weitesten verbreitete Hobby. Darum war die Tanzgruppe auch eine der ersten Sportarten des BSGs. Sich im Rhythmus der Musik zu bewegen, macht nicht nur Spaß und sieht gut aus, Tanzen ist auch so alt wie die Musik selbst. In der Kantine in Lübbecke wird jeden Dienstag unter Anleitung einer professionellen Tanztrainerin das Tanzbein geschwungen. Hier wird neue und alte Tanzkultur nicht nur gelehrt, sondern auch gepflegt. Seit 2003 treffen sich begeisterte Rennrad- und Mountainbiker zu gemeinsamen Ausfahrten. Trainiert wird immer mittwochs, an den Wochenenden und nach Absprache. Neben vielen anderen organisierten Radtourenfahrten gehört die Rundfahrt in den Südtiroler Alpen mit einer Streckenlänge von ca. 600 Kilometern und 12.000 gefahrenen Höhenmetern zu den herausragenden Ereignissen eines Jahres der jungen Radsportgruppe. Ja, zu jedem Menschen gehört erstmal eine gesunde Einstellung. Und wer Sport treibt und ehrgeizig ist, hat auch die Gesundheit auf seiner Seite. Und wer im Sport Leistung bringt, ehrgeizig ist, ist auch im Betrieb als Mitarbeiter ehrgeizig. Und wer dann dabei noch durch Sport besonders gesund ist, fördert das auch die Arbeitsmoral und vor allem die Arbeitskraft. Mit Fußball hat alles begonnen. Seit 26 Jahren wird mit Begeisterung auf dem grünen Rasen gespielt. Die Spieler sind zum größten Teil auch in anderen Vereinen aktive Fußballer. Zu den alljährlichen Highlights zählen die Turniere um die Westfalenmeisterschaft, die Westdeutsche Meisterschaft und die Deutsche Meisterschaft. Diese finden sowohl in der Halle als auch draußen auf dem Rasen statt. Seit 2003 gehört auch Bogenschießen zum Angebot der BSG. Von April bis Oktober wird sich wöchentlich getroffen. Dieser Sport fördert besonders die Ruhe- und Konzentrationsfähigkeit.
Wird er stressfrei und entspannt ausgeübt, begeistert er nicht nur Schütze und Zuschauer, er trägt auch maßgeblich zu einer Lockerung von Körper und Geist bei. Stresssymptome können hier wirksam abgebaut werden. Das Highlight ist die jährliche Wanderpokalvergabe für Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer. Laufen ist gesund und macht fit. Unter diesem Motto treffen sich seit 1996 wöchentlich die laufbegeisterten Merkur Runners beim Auesee. Hier wird zum Beispiel für den Citylauf in Espelkamp, den 24-Stunden-Lauf in Minden und für verschiedene andere regionale Events trainiert. Es wurden schon zahlreiche Mannschaftspokale von den begeisterten Merkur Runners erlaufen. Von den Mitarbeitern für die Mitarbeiter. Frei nach diesem Motto organisieren wir den Betriebssport bei Gauselmann. Das heißt, das Angebot, die Initiative, kommt von den Mitarbeitern selbst und wird mittlerweile von fast 1000 Betriebssportlern, den Mitarbeitern und ihren Familienangehörigen wahrgenommen. Nur durch die großzügige finanzielle Unterstützung durch die Familie Gauselmann sind wir in der Lage, die Mitgliedsbeiträge auf einem niedrigen Niveau zu halten und ein breit gefächertes, attraktives Sportprogramm zu unterhalten. Das Inlineskaten hatte seinen Ursprung in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Aus anfänglich zwei Metallrädchen an einem Schlittschuh entwickelte sich schnell ein Sport für jedermann. Ob erfahrene Inlineskater ihre Kondition trainieren oder Anfänger sich im Tourenfahren erproben wollen, Mittwochabend wird geskatet. Die Strecke liegt je nach Wetterlage und Teilnehmern bei 8 bis 10 Kilometern. Gefahren wird ein ruhiges Tempo, bei dem man sich gut unterhalten kann und Anfänger nicht zu stark gefordert werden. Die Segelsparte der BSG wurde 1995 gegründet. Die heute 40 aktiven Segler zwischen 2 und 74 Jahren nutzen das Binnenrevier Dümmer zum Jollensegeln oder für Familiensegelnachmittage im Jollenkreuzer. Ziel ist es, das Segeln als Familiensport zu fördern, Neulinge an den Segelsport heranzuführen und professionell auszubilden. Höhepunkte sind gelegentliche Turns durch die dänische Südsee, rund um Kap Arkona und die Segelfreizeit am Hegener Meer in Holland. Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich die Kartfahrer in Werther bei der Indoor-Kartbahn. Es ist ein faszinierender Fun-Sport, bei dem es nicht nur um Motoren, sondern auch um Geschicklichkeit und Muskelkraft geht. 30 mutige Fahrer treffen sich wöchentlich, um in 3 Stunden den Sieger auszufahren. Gestartet wird mit 3 kleinen Warm-ups, um sich an Fahrbahn und Gegner zu gewöhnen. Dann wird das Rennen in Dreier- und Zweier-Teams gefahren. Damit es bis zum Schluss auch spannend bleibt, ist jede Gruppe ungefähr gleich stark. Im abschließenden 30-Minuten-Rennen konzentrieren sich dann alle nur noch auf ein Ziel, den Sieg. Am Ende des Jahres wird beim Neujahrsrennen der Gesamtsieger ermittelt und mit einem großen Pokal und viel Applaus geehrt. Im Namen aller Betriebssportlerinnen und Betriebssportler spreche ich hiermit meinen ganz besonderen Dank an die Familie Gauselmann aus. Wir werden weiterhin für den sportlichen Erfolg kämpfen. Gemeinsam sind wir unschlagbar.
Gauselmann, wo Spiel und Sport zu Hause sind.